Zu einem Großbrand in Hornburg im Landkreis Wolfenbüttel wurden am Mittwoch, den 21. Februar, sämtliche Feuerwehren der Gemeinde Schladenwerla gerufen. Rund 120 Einsatzkräfte arbeiteten daran, den Brand in einer Druckerei unter Kontrolle zu bringen. Eine besondere Herausforderung war die Herstellung der Wasserversorgung, die unter anderem über einen Löschteich sichergestellt werden konnte. Ja, die Feuerwehren der Gemeinde Schladenwerla wurden heute gegen 18.40 Uhr von der Leitstelle zu einem Standardfeuer gerufen. Vor Ort stellte sich aber raus, dass diese Halle, die brennen sollte, bereits im Vollbrand war. Die Flammen schlugen schon aus dem Dach heraus. Dementsprechend haben wir sofort weitere Alarmierungen durchführen lassen, haben die gesamten Feuerwehren der ganzen Gemeinde Schladenwerla hierher alarmiert. Eine Drehleiter mit einem Löschzug aus Wolfenbüttel ist hier vor Ort. Eine Drehleiter mit dem Löschzug aus Bad Harzburg ist hier vor Ort, sowie die Spür- und Messeinheit aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die eben Proben nimmt von den Rauchgasen, die hier entstanden sind. Ursprung des Großfeuers war ein Brand in einer Ballenpresse für Papierabfälle. Weitere Teile der Druckerei konnten durch den Großeinsatz vor einem Übergreifen des Feuers geschützt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Schadenhöhe liegt laut einem Polizeibericht vom 22. Februar bei ca. 1,5 Millionen Euro.